Gefängnis Prag-Pankraz auf der Schwelle zum Herbst 1945. Julia in Gefängnisuniform sitzt in einer Ecke im Halbschatten, als wäre sie Teil dieses seltsamen Kellerraums. Wartet. Es erklingt das Lied Skoda Lasky. Adina, elegant für einen Sommerausflug gekleidet, kommt selbstbewusst. Sie geht bis zu einer markierten Stelle, steht dem Publikum gegenüber, bringt sich in Position, ein Schild mit ihrer Gefangenennummer vor sich halten. Adina wird fotografiert. Aus einer anderen Richtung kommt Hanna, ebenfalls mit etwas Gepäck, sieht sich im Raum um, sucht jemanden. Die Person ist nicht hier, will abgehen, merkt aber, dass es nicht möglich ist. Geht zu Adina, vielleicht kennt sie sich aus. Adina betrachtet sie. Da ist auch schon Julia bei Hanna, dreht sie ins Profil und gibt ihr ihre Nummer. Hanna wird fotografiert. Schon ist Lidas Stimme zu hören. Julia führt sie zu ihrem Platz. Als sie angehalten und ins Halbprofil gedreht wird, sieht sie sich um. Schon hält sie die Nummer und wird ebenfalls fotografiert. Aus einem Lautsprecher auf dem Hof ertönt die krächzende Radioaufnahme einer Rede des Präsidenten Edward Beneš, die er auf dem Altstädter Ring am 16. Mai 1945 vorgetragen hat. Sie kommen, um uns zu besichtigen, wie im Zoo. Julia steht stramm. Ist das nicht Perautka? Ja, das ist er. Ihr wart befreundet. Klar. Ruf ihn. Warum? Die Delegation ist vorbeigegangen. Julia steht weiterhin stramm. Warum hat er nichts getan? Er hat mich nicht gesehen. Ich denke, er hat dich gesehen. Hätte er mich gesehen, dann hätte er mir geholfen. Alle lassen die Finger von uns, als wären wir grindig. Als trügen wir die Pest in uns. Werd nicht dramatisch. Pest, Tod und Verdammnis. Das reißt auch Julia aus ihrer Hab-Acht-Stellung. Sie rührt sich. Er hat mich einfach nicht gesehen und fertig. Du hättest ihn rufen sollen. Er würde ein gutes Wort für dich einlegen. Ich habe ein reines Gewissen. Für mich muss niemand ein gutes Wort einlegen. Ich komme schon selbst hier raus. Wenn sich die größte Hysterie gelegt hat, dann nichts wie ab nach Hause und drehen. Was, wenn man uns verurteilt? Weswegen denn? Weil ich einen deutschen, unpolitischen und obendrein erbärmlichen Film gedreht habe? Wegen Kollaboration zum Beispiel. Weswegen? Wegen Kollaboration zum Beispiel. Wenn ich kollaboriert habe, dann müsst ihr halt Barrandov verurteilen. Das tschechische Babelsberg. Ich bin gespannt, wo die alle hinpassen. Außerdem die Schuster, Bäcker, Huren und wen noch alles, die haben doch auch für die Deutschen gearbeitet. Mit eurer Justiz könnt ihr mich am Arsch lecken. Schöne Wörter. Neues Bild. Alle vier stehen um eine fünfte herum. Die Neue redet nicht. Fühlt sich nicht wohl in ihrer Haut. Ist sehr sparsam, auch in ihren Gesten. Sie redet nicht, nimmt aber wahr. Sie steht da mit einer Decke und einem eingewickelten Bündel unter dem Arm. Ich bin Hanna. Das ist Julcha und das ist Adina und Lida. Erkennst du sie? Oder nicht? Die Neue reagiert nicht. Wohl nicht. Wir haben uns doch gar nicht so sehr verändert. Bestimmt Ausländerin. Deutsche oder Ungarin. Wie ist dein Name? What's your name? Comment tu t'appelles? Come ti chiami? Die Neue antwortet nicht. Sie richtet sich wieder auf oder eher
wird wieder aufgerichtet. Julia gibt ihr einen Becher mit Wasser. Willst du? Die Neue trinkt, nickt zum Dank. Hanna gibt ihr ein Stück Brot. Die Neue lehnt das Essen ab, dann geht sie in eine Ecke und setzt sich. Sie ist vielleicht frisch eingesperrt, hat noch gar keinen Stallgeruch angenommen. Ich doch auch nicht. Doch, Lida, du stinkst. Wir alle stinken. So seltsam modrig. Nur Julcha stinkt nicht. Lach doch nicht immer zu. Soll ich deinetwegen weinen? Ihr sollt nicht lachen. Lida, erzähl was. Heute haben wir noch gar nichts erzählt. Hanna, du bist dran. Lida kann erzählen. Das macht sie doch so gerne. Mich interessiert deine Geschichte. Ihre Histörchen kenne ich auswendig. Lida erzählt wirklich gerne. Vielleicht, wie ich ein echter Filmstar geworden bin? Ja. Das war 34, im Herbst. Ich wurde für die Hauptrolle im deutschen Langfilm Barcarola ausgewählt. Im Studio sah es aus wie im echten Venedig. Kanäle, Gondeln, Wasser ohne Ende. Ich war erst 20. Berlin war schon eine ganz andere Nummer als Prag. Ich musste abnehmen, ordentliches Deutsch lernen. Ich habe geschuftet wie ein Pferd und alles geschafft. Berlin. Obendrein teilte man mir mit, mein Schauspielpartner sei Gustav Fröhlich. Ich kannte ihn bis dahin nur von der Kinoleinwand. Und plötzlich steht er mir gegenüber. Er war umwerfend und so... Habt ihr miteinander geschlafen oder nicht? Natürlich haben wir das. Das war meine erste wirklich ernste Bekanntschaft. Nach den ersten 10 zur Übung. Erzähl weiter. Der Film war ein famoser Erfolg. Famos. Ich konnte mich nicht retten vor Angeboten. Doch ich habe darauf bestanden, in der Tschechei zu drehen. Ich mochte es hier, dieses kleine, familiäre, ein bisschen amateurhafte Umfeld. Ihr wisst ja, die deutsche Ufer wurde nicht umsonst das europäische Hollywood genannt. Hollywood, wisst ihr? Wissen wir. Wer das nicht erlebt hat, kann sich das gar nicht richtig vorstellen. Sagt mal, wozu ist der Ausgangshof für Frauen gut, wenn wir im Hof keinen Ausgang bekommen? Und weiter? Es war einfach unglaublich. Gustav war unglaublich, seine Frau war unglaublich, sein Töchterchen war unglaublich. Ja, gut, er hatte eine Frau und eine Tochter und er konnte sie nicht verlassen, das habe ich verstanden. Gitta war Jüdin. Dann hat er sie nach London geschickt, damit sie in Sicherheit waren. Sie haben sich scheiden lassen, aber er musste ihr mit dem Kind helfen. Das habe ich natürlich auch verstanden. Hab ich verstanden. Wir haben uns ein schönes Haus eingerichtet. Ein prächtiges, luxuriöses. Die neuesten Errungenschaften. Eine Villa am See. Ein Viertel nur für bessere Leute. Hin und wieder sind wir auf dem See herumgeschippert, auf dem Wannsee. Wannsee, so hieß das. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Den See, die Yacht, den Wind in den Haaren, einen nahen Menschen, eine Stimme, eine fast allzu nahe Stimme. Julia geht zum Fenster und angelt hinter dem Gitter eifrig eine Zeitung hervor. Adina nimmt sie an sich. Mit dem heutigen Pfitzner-Prozess eröffnet das außerordentliche Volksgericht in Prag seine 8000 Prozesse zur Säuberung der Republik. Es beginnt somit die große Abrechnung mit Nazi-Verbrechern und Volksverrätern. Was? Zeig her. Die Volksgerichte sollen außer Nazi-Verbrechern auch tschechische Verräter verurteilen. Insbesondere dies muss immer in Erinnerung behalten werden. Erzähl weiter, Lida. Lida, erzähl weiter. Wie war es? Ein naher Mensch, die Stimme, der See. Das Haus war nicht unseres, sondern nur Gustavs. Ich habe mich dort nie zu Hause gefühlt. Gustav machte nichts. Er hat mir nicht geholfen. Er hat mich sogar geschlagen. Eine Fehlgeburt gibt's aber nicht auch noch in dieser Story? Doch. Dann wäre das Rührstück ja komplett. Adina,
Bitte, den Nabel. Ja, den Nabel. Hochverehrtes Gericht. Von hier aufwärts war nichts. Und von hier abwärts, das geht niemandem etwas an. Applaus, Lachen, kurze fröhliche Momente, die die düstere Situation vergessen lassen. Ich werde vor Gericht weinen. Das hat immer gewirkt, auch bei Hitler. Es war einmal ein Mädchen, das lebte in Prag. Eines Tages, am 23.09.1939, musste sie ihren Radioempfänger abgeben. Ab dem 20.04.1940 durfte sie die Kinos nicht mehr besuchen. Ab Mai auch keine öffentlichen Parks und Gartenanlagen. Ab dem 7.01.1941 durfte sie kein Telefon mehr haben. Ab dem 11.01. keine Kraftfahrzeuge fahren. Ab dem 21.07. war ihr der Zutritt zu jedweden Wäldern untersagt. Ab dem 29.07. durfte sie keines der beiden Moldauufer zwischen der Eisenbahnbrücke in Smichow und der Lavka-Brücke betreten. Ab dem 29.08. keine Hülsenfrüchte kaufen und seit dem 23.10. auch kein Obst, Marmelade, Käse, Süßigkeiten, Fisch, Geflügel und Wild. Genau, ein verkapptes Schäfchenzählen. Und Julia ist schon längst irgendwo in ihrer eigenen Welt. Die anderen haben sich in die Decken gehüllt. Der Josef, der hat mich geliebt. Hat mich so geliebt. Liduschenka. Er rief an, schickte Blumen, Geschenke, Befehle. Ich musste. Er hat mich überall gefunden. Wir wollten weglaufen, weit weg von allem. Er sagte, er wolle alles aufgeben. Er hätte für uns eine schöne Insel im stillen Ozean gefunden auf den Marquesas. Da würden wir wie Adam und Eva leben. Dann hat uns Magda dazwischen gefunkt. Wie eine Sau hat sie ständig geworfen. Geworfen oder gesoffen. Oder war im Sanatorium, die Hysterikerin. In der Öffentlichkeit war sie nett zu mir. Wir waren sogar per Du. Sie meinte, wir würden zu dritt zufrieden leben. Und dann hat sie sich aber beim Führer beschwert. Josef hat beschlossen, mich nicht aufzugeben. Da konnte Hitler auch nichts ausrichten. Wir hatten ein Flugzeug geordert, waren schon im Flugzeug. Die Motoren laufen, mein Schal weht. Plötzlich sind da überall Soldaten. Doch das Flugzeug hebt schon ab. Und wir fliegen. So war das doch gar nicht. Hätte es aber sein können. Gott bewahre uns davor, dass eine von uns jemals ihre Memoiren schreibt. Julia geht zur Neuen, beginnt sie langsam zu füttern. Ohnehin weiß die Neue, dass sie keine Wahl hat, also schluckt sie es herunter. Etwa in der Art, wie ein Kind gefüttert wird. Die Holländer bringen Kakao, Schokolade, Kondensmilch, Butter, Käse und Haferflocken. Die Griechen Feigen, Oliven, Rosinen, Mandeln, Käse, Zitronen und Orangen. Die Franzosen Schokolade und Konserven. Die Ungarn eine große Menge Speck, Räucherfleisch, Gänseschmalz und Gulaschkonserven. Die Belgier, vor dem vor allem getrocknetes und frisches Obst und Marmelade. Aus Böhmen und aus der Slowakei kamen das beste Gebäck. Salami, Schweineschmalz, selbstgebackenes Brot. Die Neue isst alles auf. Was war das denn für ein Laden? Oder was? Birkenau. Das ganze Essen wurde beschlagnahmt und nach Deutschland umverteilt. Also haben wir hin und wieder was geklaut und deshalb überlebt. Man musste halt organisieren können. Neues Bild. Carola zusammengesunken auf dem Boden. Offenbar wurde sie geschlagen oder zumindest werden ihr Schläge angedroht. Julia hält sich abseits. Ihr wolltet wohl abhauen, was? Karl wollte nicht, dass uns die Russen kriegen. Bloß nicht die Russen. Wir haben versucht, in die amerikanische Zone zu gelangen. Wir waren schon fast da. Aber in Rokitsan hat man uns angehalten.
Die Leute haben seinen Mercedes erkannt. Die Leute hier erinnern sich. Die Tschechen werden über ihn richten. Sie werden ihn ausliefern müssen. Die Amerikaner hatten Frank schon, aber sie haben den Tschechen ausgeliefert. Die Erwähnung von Ligice hat angeblich ausgereicht. Das geschah doch auf Anweisung Hitlers, Himmlers. Es war Krieg. Er hat Hitler die Hinrichtung von 10.000 Menschen sofort nach dem Attentat ausgeredet. Soll ich ihm am Ende noch dankbar sein? Für Berlin war das noch immer zu wenig. Für die war er immer nur der Zweite. Diese bescheuerten Gerüchte über mich und Frank haben mein Leben zerstört. Du hast dich gleich zweimal nicht gegen sie gewehrt. Er hat mir verboten zu drehen. Berlin hat's verboten. Was denkst du bloß? Er hatte 1.000 andere Sorgen. Und nicht immer nur die Fräulein Barova zu empfangen, die herumheult, dass sie unbedingt drehen muss. Oder sich darum zu kümmern, dass Madame Frech zu Goebbels war. Genug jetzt. Alles beruhigt sich langsam. Julia hebt die völlig erschöpfte Carola auf. Hanna kehrt vom Verhör zurück, sehr verunsichert, zitternd. Falls sie durch die Zelle geht, sucht sie für sie untypisch Halt an der Wand. Im Verlauf der Szene kommt heraus, dass er sich eingenässt hat. Hast du ihn gesehen? Wie geht es ihm? Bitte, hast du ihn gesehen? Wie geht es ihm? Er hat meine Aussage bestätigt. Frank hat meine Aussage bestätigt. Hört ihr? Das haben der Ermittler und weitere 9 Personen gehört. Ich habe niemanden verraten. Churda war's. Churda hat alle seine Kontakte verraten. Deshalb haben sie uns auch so schnell gekriegt. Ich habe niemandem etwas zuleide getan. Er hat meine Aussage bestätigt. Adina bringt ihr Wasser zu trinken, aber Hanna nimmt es nicht. Sie weicht ihr aus. Sie warten ab. Hanna auch. Ich habe ihnen gesagt, dass ich auf Toilette muss. Sie meinten, natürlich. Und haben dann geredet und geredet. Dann wieder, was ich denn wolle. Und ich, auf Toilette. Sie haben weitergeredet und immer wieder so, immer im Kreis herum. Zwar wurden sie immer freundlicher, aber auf die Toilette zu gehen, das haben sie mich nicht gestattet. Das macht doch nichts. Macht nichts. Will sie umarmen, doch Hanna wehrt sich heftig. Warum haben sie euch mit mir in eine Zelle gesteckt? Gleich 2 Schauspielerinnen? Was spielt ihr für Rollen? Beschuldigen sie Václav, eine Beziehung mit Lida gehabt zu haben? Hatte er? Warum spricht sie nicht? Und warum dich? Bist du überhaupt die Frau von Frank? Oder sollst du mich nur aushorchen und so tun, als wärst du es? Hanka, spiel nicht verrückt. Warum seid ihr hier, wenn ihr nichts getan habt? Sollt ihr ihnen Beweise liefern gegen mich? Und dann lassen sie euch frei, stimmt's? Als Gegenleistung. Du hast doch auch nichts getan und bist hier. Sie brauchen Beweise, sonst haben sie nichts in der Hand. Angeblich sei es nur eine Frage der Zeit. Julcha, wie kann es sein, dass du hier bist? Aus dem KZ? Warst du überhaupt in einem? Julia steht ihr fest gegenüber. Du erinnerst dich nur an Bruchstücke. Das ist schon seltsam. Julia zeigt die eintätowierte Nummer auf ihrem linken Unterarm. Hanna überprüft verwirrt ihre Echtheit. Julia zuckt zurechtgekränkt zurück. Denkst du, ich habe mir das nachts selbst aufgemalt, oder was? Ich sehe dich auf deine alten Tage. Schrumpelig und in einer Luxusvilla. Du wirst immer nur auf die Fragen der Journalisten antworten, dass Josef dies, dass Josef das. Ich will nie alt werden. Ich würde gerne einfach so verschwinden.